Dann sage ich noch einmal herzlich willkommen, Frieda Bronner. Dankeschön. Bin ich schon zu hören? Ja, alles gut. Guten Tag, ich freue mich, euch meine Dissertation vorstellen zu dürfen. Es ist WHWP, Walter Höllerer bei Wikipedia, ist eine Doktorarbeit im Fach Medienwissenschaft der Technischen Universität Berlin. Das Motto des 34. Chaos Communication Kongresses passt sehr gut zu meinem Vortrag über einen einzelnen Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia. Tuwat, ja gerne. Wer etwas gegen Fake News tun will, kann Wikipedia unterstützen und lernt viel über die Herstellung und Verbreitung von Wissen. Wikipedia ist eine Mitmach-Enzyklopädie. Es genügt, Wikipedia zu konsumieren, das machen viele. Besser ist die aktive Beteiligung an diesem System zur Produktion von global verfügbarem Wissen. Walter Höllerer war von 1959 bis 1988 Professor für neuere deutsche Literatur an der TU Berlin. Er hat 1953 mit Hans Bender die Literaturzeitschrift Akzente gegründet. 1961 hat er die Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter, kurz Spritz genannt, gegründet. Walter Höllerer war Mitglied der Gruppe 47. Auf dem Foto sitzt er neben Erich Fried und Marcel Reich-Ranicki. Eines der letzten Treffen der Gruppe 47 fand 1966 in Princeton statt. In Princeton wurde 1945 die von Neumann Architektur entwickelt. Renate von Mangold, die Lebensgefährtin von Walter Höllerer, hat viele der Tagungen der Gruppe 47 fotografiert und ist so zu deren Bildarchivarin geworden. Gemeinsam haben Walter Höllerer und Renate von Mangold internationale Künstler nach Berlin gebracht. Zum Beispiel 1963 das Living Theater mit der legendären Aufführung von The Brick in der Berliner Akademie der Künste. Ebenfalls in 1963 hat Höllerer das Literarische Kolloquium Berlin gegründet. Und 1977 gründete er das Literaturarchiv in Sulzbach-Rosenberg, Oberpfalz. Höllerer war Philologe und seine Arbeitsweise wird noch heute von seinen Freunden und Kollegen die Höllerer-Methode genannt. Ich verstehe darunter dekonstruieren, auseinandernehmen, in Einzelteile zerlegen, diese Teile einzeln betrachten, keine Verallgemeinerungen, keine Schablonen. Friedrich Knilly auf den Stufen zum Haus von Heinrich Mann in Los Angeles. Er hat den Studiengang Medienwissenschaft an der TU gegründet und meine Dissertation initiiert und laufend betreut. In Verbindung mit Höllerers zahlreichen Aktivitäten entstand 1972 das Fachgebiet Medienwissenschaft an der Technischen Universität Berlin und der Forschungsschwerpunkt Technikdokumentation. In den Projekten ging es um die Geschichte von Bedienungsanleitungen, um Theoriebildung und um praktische Versuche. Die Dissertation WHWP Walter Höllerer bei Wikipedia entstand aus dieser Tradition. 2008 hatte ich bei Professor Knilly bereits eine Diplomarbeit über den Leon Feuchtwanger-Artikel bei Wikipedia erstellt. Feuchtwanger hat in seinen Romanen mehrfach über die historische Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert berichtet. Eine Enzyklopädie ist eine Wissenssammlung. Wikipedia ist demnach ein System zur Produktion von global verfügbarem Wissen. Im dritten Kapitel meiner Dissertation gibt es eine Sammlung von Fußnoten im Stil der historischen Enzyklopädie. Versteckt zwischen den sachlichen und gelegentlich auch stumpfsinnigen Artikeln. Nicht alle waren ausgezeichnet und nicht alle korrekt. Fanden sich wilde und äußerst persönliche Eskapaden, während andere Texte die Leser in ruhigem Ton von Dingen zu überzeugen versuchten, von denen sie eigentlich nicht überzeugt werden wollten, als sie das Buch aufschlugen. Die Enzyklopädie kann in Berlin angefasst werden. Im Lesesaal der Unibibliothek der Humboldt-Universität darf jeder nach Anmeldung einen Blick in die originale Enzyklopädie werfen. Nehmt Riechsalz mit, falls ihr geruchsempfindlich seid. Beim Blättern in der Enzyklopädie kann es nach modrigen Berliner Kellern riechen.
26. Chaos Communication Kongress Here Be Dragons, Berlin 2009. Der Audiovortrag Privacy, Openness, Trust and Transparency on Wikipedia, How the Free Encyclopedia Project Deals with Socket Puppets, brachte die Untersuchung zu WHWP richtig in die Gänge. Der Wikipedia-Admin Hab hatte in diesem Vortrag erklärt, wie die Special Forces der Wikipedia Security bei der Suche nach Manipulationsversuchen, Vandalen und Sockenpuppenspielern vorgehen. Sockpuppets, Accounts mit falschen Identitäten, werden zu Manipulationszwecken betrieben. Mich bestätigte der Vortrag in meiner Vermutung, dass es viel zu erfahren gibt über die scheinbar unbekannten Autoren der Wikipedia, auch ohne Admin-Zugang. Wikipedia benötigt 5 wesentliche Einzelmaschinen, die zusammen das Wikipedia-Aggregat bilden und die Benutzer mit Wissen versorgen. Erstens, das Internet läuft mit Strom. Zweitens, MediaWiki, ein kollaboratives Online-Schreibprogramm. Drittens, die Creative Commons License. Viertens, freiwillige Autoren. Und fünftens, Wikipedia gehört der WMF, der Wikimedia Foundation. Die Beschäftigung mit MediaWiki und DokuWiki im Rahmen von Open Media 44 war eine wichtige Voraussetzung für diese Untersuchung. Installation, Administration, Accounts verwalten, Inhalte anlegen und pflegen, Spam bekämpfen, PHP, MySQL, Datenbanken verwalten. Für WHWP habe ich auch noch TikiWiki ausprobiert und ausgiebig mit der Semantic MediaWiki Erweiterung herumgespielt und viel dabei gelernt. Was ist zu sehen? Welche Bereiche werden untersucht? Das typische Wikipedia-Fenster. Alles, was rot ist, wurde nicht untersucht. Das sind die linke Menüspalte mit Wikipedia-Befehlen, die Fußspalte mit Disclaimern und Ähnlichem und die Menüleiste im Kopf jeder Wikipedia-Seite. Die Webadresse des Walter-Höllerer-Artikels in der deutschsprachigen Wikipedia. So sieht der Artikel über Walter Höllerer aktuell aus. Wer die Webseite WHWP aufruft, trifft mittlerweile auf einen Artikel, wie er auch in anderen Enzyklopädien vorkommen könnte. Kurze Unterbrechung, umschalt. Jetzt gehen wir kurz auf einen Film. Möchte ich was zeigen, und zwar, was ich nicht untersucht habe, ist eben die Geschichte der verschiedenen Versionen, der Texte, wie sich die Texte nacheinander verändern. Dazu gibt es ein schönes Beispiel, das ich kurz vorstellen will. Da hat jemand schon 2004 gezeigt, in einem kleinen Film hintereinander, einfach die Versionen, die sich ergeben, wenn der Artikel verändert wird, die nächste Version, die nächste Version, die nächste Version. Ich will da jetzt nicht groß drauf eingehen, aber so ein bisschen zeigen, so, das tut sich dann über die Zeit. Das war in dem Fall in einem Jahr. Haha, hier war Spam. schnell wieder weg. So das als Eindruck für etwas, was auch erzählt werden kann, aber was ich nicht erzähle. Zurück hier. So, und wo sind wir hier jetzt? So. 2010 hat der Londoner Künstler James Bridle die Veränderungen an einem einzigen Wikipedia-Artikel in 11 Bänden auf Papier gedruckt. An dem englischen Wikipedia-Artikel über den Irakkrieg wurden von 2004 bis 2009 insgesamt 12.000 Veränderungen vorgenommen. Gedruckt sind das etwa 7.000 Seiten Papier. In der Artikel-Menüleiste für jeden Wikipedia-Artikel ist nur der Button Versionsgeschichte für diese Arbeit von Interesse. Dieser Button führt zu einer Liste aller Veränderungen am Höllerer-Artikel. Über den nächsten Button ausgewählte Versionen vergleichen, gelangen wir zu den Veränderungen. Diese Veränderungen, die von einer Version zur nächsten führen, habe ich ausdrücklich Edits benannt. Damit soll sichergestellt werden, dass eindeutig bezeichnet ist, was untersucht wurde. Edits in WHWP sind die Aktivitäten der Autoren, die Veränderungen, die WHWP weiterentwickeln. Die alte Ansicht zum Vergleichen zweier Versionen und zum Feststellen, welche Veränderungen vorgenommen wurden. Der rot markierte Text wurde im zweiten Edit von Autor Inquisitiveness, dem Urtext der ersten Version von WHWP, hinzugefügt.
Von 2003 bis 2015 wurde der Walter Höllerer Artikel insgesamt 113 Mal verändert. Die ersten 10 Veränderungen am Artikel in der Darstellung Versionsgeschichte. Die dritte Zeile unten zeigt von links Uhrzeit 18 Uhr und 6 Minuten. Am 3. November 2003 von dem Autor mit der IP-Adresse 62.104.210.87 angelegt. Am 24. November um 22.22 Uhr wurde dieser Text von dem Autor Inquisitiveness mit Edit 2 zum ersten Mal verändert. Zu sehen in der vierten Zeile von unten. Der erste Versionsunterschied im neuen Design. In dieser Darstellung sind eigentlich zwei ganz verschiedene Ansichten untergebracht. Unten die Ansicht der Version nach der Veränderung ist mir persönlich zu viel. Beim Sammeln der Daten zu WHWP fiel irgendwann auf, dass einige Zahlen durcheinander waren. Das kann an den Systemeinstellungen zur Sommer- und Winterzeit liegen. Und es gab auch noch andere als Zeitprobleme. Es gab überhaupt eine Menge Probleme mit den Anwendungen. Ah, hier MediaWiki selbst hat da eine Sprachproblematik. MediaWiki, mit dem Wikipedia betrieben wird, ist in Englisch programmiert und bei den lokalen Anpassungen ereignen sich bekannterweise Übertragungsfehler. In der deutschen Version heißt der Button oben rechts Versionsgeschichte. In der englischen Originalversion wurde dieser Button als View History bezeichnet, was etwa Geschichte anschauen bedeutet. Im alten Design der deutschen Wikipedia war in der Menüleiste noch Versionen, Autoren statt Versionsgeschichte zu lesen. Das verrät, dass die Benennung für Versionsgeschichte unzureichend ist. Der Hinweis auf Daten zu den Autorenaktivitäten ist in der deutschen Wikipedia verloren gegangen. Nach diesen Vorbemerkungen begeben wir uns jetzt in den Backstage-Bereich des Walter Höllerer Artikels. Welche herkömmliche Redaktion einer Enzyklopädie, einer Zeitung oder anderer Medienprodukte lässt sich so wie Wikipedia beim Arbeiten über die Schulter gucken? Wer sonst lässt sich beim Texten und Gestalten von der ganzen Welt beobachten? Wer legt die Produktionslogbücher in der Öffentlichkeit aus, sodass alle sehen können, wer getextet und gestaltet hat? Ah, anderes Bild. Diesen Text inklusive 10 Wikipedia-Links hat der anonyme Autor 62.104.210.87 am 3. November 2003 als ersten Text den Urtext von WHWP eingegeben. Derselbe Text in der Online-Ansicht Versionsunterschied. Zu jedem Edit gibt es in der Dissertation einen Datensatz mit den wesentlichen Basisdaten. Editnummer, Linkadresse, Autor des Edits, Datum, Uhrzeit, kleine Änderung, ja, nein, Zeichen vorher, Zeichen nachher, Zeichen zugefügt, gelöscht, Änderungsbemerkung. Von Anfang an hatte ich meine Probleme mit dem Text des Autors 62.104.210.87. Seine Formulierungen wirken äußerst holprig. Nach Monaten verschiedenster Recherchen bin ich dann über den Nachruf zum Tod von Walter Höllerer im Spiegel gestolpert. 62.104.210.87 hatte sich beim Spiegel bedient. Ausführliche Untersuchungen dazu werden später auf der Wikipedia-Seite von Team WHWP veröffentlicht. Jetzt ein Blick in die Arbeit selbst, will ich nicht lange vorstellen, das lässt sich dann auch runterladen, noch nicht jetzt, nächstes Jahr bald. So sieht es aus, die Edits, wie sie im Buch, in der Dissertation zu sehen sind. Jeder Edit hat seinen eigenen Datensatz und besonders bemerkenswert sind eben die Bemerkungen unten, dazu später nochmal. Viel vorstellen will ich gar nicht, da ist Edit 43 zum Beispiel, da war Nazi-Spam auch sowas. Sowas wird von den meisten Benutzern gar nicht wahrgenommen, weil der wurde innerhalb von einer Minute, in derselben Minute war der schon wieder gelöscht. Wegen der Zeit gehe ich da nicht weiter drauf ein. Aber
Nochmal kurz, 2012 hat es in der Wikipedia eine größere Designänderung gegeben. Seitdem ist der Blaustich auf den Wikipedia-Seiten eingezogen und alles sieht irgendwie moderner, verwaschen aus. Einige dieser Neuerungen waren keine Verbesserung. Mit dem aktuellen Design muss in der Darstellung Versionsunterschied viel aufwendiger gesucht werden. WHWP ist überwiegend durch viele kleine Schritte gewachsen mit unterschiedlichen Zeitspannen zwischen den Edits. Mal über Monate hinweg nichts, keine Aktivität. Mal mehrere Edits monatlich über mehrere Monate hinweg. Im Juni 2010 ereignete sich ein plötzlicher Sprung, der Umfang hatte beträchtlich zugenommen. Mit einem einzigen, dem Edit 71, hatte Bostar 2464 Zeichen und dabei 19 Werke von Walter Höllerer eingefügt. Im Oktober 2012 hat es noch einmal einen ähnlichen Sprung gegeben. Insgesamt waren es nie mehr als 15 Edits pro Jahr. Die Skizze aus dem Notizbuch von Charles Darwin zeigt ein Baumdiagramm, den Tree of Life, die visuelle Darstellung biologischer Entwicklung. Hier das Bild eines typischen Baumdiagramms zur Darstellung von Datenbankrelationen. Und hier der Versuch von Mikalaj Sabel, Bewegung, Verknüpfung, Leben in der Edits-Geschichte eines Wikipedia-Artikels darzustellen. Links die historisch-chronologische Darstellung der Edits-Geschichte, die ich für meine Dissertation angewendet habe. Rechts die Baumdarstellung einer Edits-Geschichte, die das wirkliche Geschehen hinter der Bühne von WHWP dynamischer zeigen kann. Die Edits-Geschichte ist der Schatz dieser Arbeit. Zur Bewertung jedes einzelnen Edits wurden bereits Autorendaten berücksichtigt. Soweit möglich wurden die Edits in WHWP verglichen mit weiteren anderen Edits derselben Autoren, um Muster in deren Aktivitäten zu finden. Die umfangreichen Recherchen zu jedem Edit liefern qualitative Daten, die überraschend deutliche Geschichten zur Erstellung des Höllerer-Artikels in der Wikipedia erzählen. Zur Charakterisierung der 89 an WHWP beteiligten Autoren wurden die Erkenntnisse aus den Edits-Geschichten erweitert mit Daten zu diesen Autoren, um daraus Autorenprofile zu erstellen. Der Account-Typ ist eine wichtige Information über die Autoren, aber der Account-Typ sagt nicht zwangsläufig etwas über die Aktivitäten der Autoren aus. Es gibt sogar Autoren mit anonymen Accounts, über deren Aktivitäten viel bekannt ist. 6204, 210, 87, der Autor von Edit 1, hat monatelang dieselbe IP-Adresse benutzt und dadurch mehr über sich preisgegeben als viele andere Autoren mit Pseudo- oder Realnamen-Accounts. Auch die Autoren mit Pseudonymen teilen viel über sich mit. Der Blick in die Liste ihrer Beiträge auf die Benutzer- und Diskussionsseite zeigt oft Muster, Wiederholungen, Regelmäßigkeiten. Und es gibt Autorinnen, deren Realnamen bekannt sind, die eigene Webseiten betreiben, über die es einen Wikipedia-Artikel gibt. Entsprechend zu den Edit habe ich ein Autorenprofil erstellt in einem eigenen Kapitel von A bis Z zusammengefasst. Und die Verbindung, das Schlüsselfeld zur Edits-Tabelle, das ist die Edit-Nummer WHWP. Hier der Autor 84, 189, 61, 50 hat zweimal editiert in WHWP, Edits Nummer 23 und 24. Auf der Suche nach den Autoren, Moment, Autorenprofil, das schauen wir uns nochmal an. Nochmal hier rein, aber dann gehen wir ein Stück weiter. So, wo sind wir? Edit. Edit 101. Gerne würde ich einfach den ersten finden. Wo ist er? Da ist er. 10 Minuten. Die Autoren. Hier ist er. 0815 heißt er. Hat sich den Namen selbst gegeben und hat es damit geschafft, sich im Alphabet vorne an die erste Stelle in dem Kapitel über die Autoren zu spielen. So ist ein typischer Datensatz über die Autoren. Da will ich jetzt auch zeitlich bedingt nicht weiter drauf eingehen, aber die sind da alle verzeichnet. 89 mit
da unten dann eine ganze Menge über das, was sie gemacht haben. Da sind also Daten mit drin, die noch teilweise aus dem Web anderswo stammen, aber viel sind es die Beiträge, vor allem was die User sonst noch, die Autoren sonst noch für Beiträge abgegeben haben, die viel darüber sagen, wie der Edit in WHWP zu verstehen ist. So. Hier die Autoren mit den meisten Edits in WHWP, aber die Zahl der Edits sagt nichts über die Qualität der Edits. Hier die Autoren, die die meisten Zeichen in WHWP eingegeben haben. Auch die Anzahl der Zeichen sagt nichts über die Qualität des eingegebenen Textes aus. Aber die Kenntnis dieser quantitativen Aussagen hilft bei der Suche nach den qualitativ wertvollen Beiträgen. Der feinste Filter, durch den ich die Daten der Edits-Geschichte gequetscht habe, ist die Frage, welche Autoren haben im Kapitel Leben formuliert, dem eigentlichen Text im Höllerer-Artikel. Der grüne Bereich zeigt diesen Freiform-Textblock unter dem Inhaltsverzeichnis. Darunter die Liste der Werke, Quellenangaben und Links liefern auch Informationen zu Walter Höllerer. So. Mit Edit 71 greift Autor Boster in WHWP ein. Das ist auf der rechten Seite der Edit, da alles, was blau ist, dieses große Feld in der Mitte, alles neu eingegeben. Nach seinem massiven vorbereiteten Eingriff ist WHWP quasi nicht mehr wiederzuerkennen. Im Artikeltext im Kapitel Leben formulierte er einen Satz Ungetüm aus dem Urtext so um, dass es den Eindruck macht, als wäre er ein Höllerer Versteher. Außerdem fügt Boster insgesamt 19 Werke von Walter Höllerer und einen Literaturhinweis zu Höllerer ein. 5 Sachbücher, 6 literarische Werke, 8 unter Herausgeberschaft. Vor Edit 71 von Boster war in WHWP zu lesen. Obgleich seine Gedichte und Romane, darunter die Elefantenuhr, ziemlich erfolgreich waren, lag sein Augenmerk auf der Kritik, Publikation und Förderung von Büchern. Nach dem Edit 71 von Boster, neben der wissenschaftlichen Arbeit, veröffentlichte er eigene Gedichte und Romane, verfasste Kritiken und Nachworte. Der feinste Filter, die Autoren, die im Kapitel Leben formuliert haben, hat gezeigt, dass etwa ein Drittel aller beteiligten Autoren Inhalte beigetragen haben, über 30 von 89. 89 Autorinnen und Autoren haben über 12 Jahre den Artikel über Walter Höllerer bis zur heutigen Form entwickelt. Vielen Dank an alle Autorinnen und Autoren, die sich an WHWP betätigt und so auch die Grundlage für meine Arbeit geliefert haben. Für die Autoren. Danke. Wie kommt Qualität in Wikipedia zustande? Aus dem Vorhergehenden ergibt sich eine Erklärung. Benutzer sind das Qualitätssicherungssystem der Wikipedia. Die Mehrheit der Autoren von WHWP hat nur ein einziges Mal editiert. Von 89 beteiligten Autoren haben 75 nur eine einzige Veränderung vorgenommen. Das unterstützt die These der vielen Augen und weist darauf hin, dass viele an WHWP beteiligte Autoren zuerst Leserinnen oder Leser des Walter Höllerer Artikels waren. Warum auch immer sind sie durch das Lesen von WHWP zur Aktivität, zur Beteiligung an der Weiterentwicklung von WHWP veranlasst worden. Es war etwas falsch, es hat etwas gefehlt, es wurde eigenes Wissen geteilt. Allerdings sind nur wenige von den täglich zwischen 20 und 40 Lesern von WHWP zu Autoren konvertiert. Es ist leicht darstellbar, dass ein Text auch noch funktioniert, selbst wenn die meisten Vokale fehlen. Tim Weber hat auf einem Panel zur Relevanzdebatte in Wikipedia beim 26. Chaos Communication Kongress 2009 die Qualitätsfrage sehr treffend aus Benutzersicht formuliert. Er ist Informatiker und nimmt nicht den Umweg über Google, sondern geht gleich zu Wikipedia. Wenn ich irgendwas über irgendeine Software erfahren will, dann gehe ich nicht auf die Webseite dieser Software. Dann gehe ich auf die Wikipedia-Seite zu dieser Software, weil ich genau weiß, da stehen neutrale Informationen und nicht irgendwelcher Marketing, bla bla. Da hilft auch ein Artikel, der 3 Zeilen lang ist. Professor Knilly hatte zum Anfang der Untersuchungen über WHWP den Walter Höllerer-Artikel im Bereich der Trivialliteratur angesiedelt. Schundromane im Kollektiv geschrieben. Das Bild von Tannepreis wurde von den beiden Autoren Beck 100 eingefügt und von Lomo aktueller untertitelt.
Nach Professor Knilly hatten die beiden keine Ahnung vom Ursprung dieses Bildes. Sie haben dieses Bild ordentlich in Wikipedia eingefügt, aber ohne einen inhaltlichen Zusammenhang herzustellen. Über Walter Höllerer gibt es tausende von Fotos. Warum wurde dieses Bild in den Artikel eingefügt und keines der vielen anderen Bilder? Meine Vermutung ist, es wurde das erstbeste Foto verwendet, das online verfügbar und gemeinfrei war. Es wird deutlich, dass die Qualität der Experten, beispielsweise eines Medienwissenschaftlers, eine andere ist als die Qualität der Enzyklopädieautoren. Il caso Umberto Eco, ein Glücksfall. Der weltbekannte italienische Semiotiker hat die italienische Wikipedia-Seite über sich selbst editiert, weil ihm einiges daran nicht gefiel. Egal, wie gut formuliert wurde, die Funktionalität ist das wichtigste Kriterium des enzyklopädischen Stils. Der sollte kurz statt ausschweifend und bestenfalls emotional ungefärbt die Informationen zur Person Walter Höllerer darstellen. Den caso Umberto Eco werde ich jetzt nicht weiter darstellen, leider. Ihr wisst davon jetzt, das ist ein Experte. Es ist schön zu sehen, wie er mit seinem eigenen Artikel umgegangen ist. In den Edits 88, 89 und 90 haben sich die beiden Autoren Schönhaar und Ganesha über die Zusammensetzung der Gruppe 47 sozusagen verdiskutiert. Besser wäre es gewesen, sie hätten sich im Höllerer Artikel nicht weiter um die Gruppe 47 gekümmert. Ein Link genügt. Diese Problematik lässt sich im Datenbankjargon darstellen, wie ihr gerade sehen könnt. Die Abbildung zeigt Ähnlichkeiten zwischen enzyklopädischer Textsyntax und Datenbanksyntax. Im Datensatz mit Textfeld werden strukturierte Informationen in einer üblichen Datensatzdarstellung zuerst angezeigt. Sie sind ausschlaggebend für die maschinelle Datenverarbeitung. Im Text mit Anhang werden zuoberst die unstrukturierten Informationen angezeigt. Sie scheinen wichtiger für die menschliche Datenverarbeitung. Die Entwicklung des Textes WHWP vom Urtext, Edit 1, zu seiner aktuellen Form zeigt eine zunehmende Strukturierung des Textes und erinnert jetzt visuell an die Darstellung eines Datensatzes in einer Datenbank. Zur Feststellung der Qualität des Walter Höllerer Artikels ist es notwendig, mindestens drei verschiedene Ansprüche, Arten von Qualität festzustellen. Die Qualität der Experten wurde schon erläutert. Die Qualität der Autoren steht im Mittelpunkt dieser Arbeit. Die Qualität der Benutzer hat Tim Weber treffend bezeichnet. Da manchmal oft hilft auch ein Artikel, der drei Zeilen lang ist. Es gibt demnach mindestens drei Qualitäten in WHWP. Expertenqualität, Autorenqualität und Benutzerqualität. Es konnten zwischen den WHWP-Autoren Experten fürs Publizieren, Editieren, Archivieren, Sprache und Literatur nachgewiesen werden. Il caso Umberto Eco hat gezeigt, dass sogar Experten in der Wikipedia mitarbeiten. Ich habe in WHWP weder einen Chefredakteur gefunden, noch habe ich einen vermisst. Jede Autorin ist gleichzeitig Redakteurin, Lektorin, Bildredakteurin und zuständig für die Verschlagwortung. Die Autoren übernehmen voneinander Redaktionsaufgaben, wenn sie sich gegenseitig korrigieren, Edits zu anderen weiterentwickeln und miteinander diskutieren. Die klassischen Rollenzuweisungen funktionieren für WHWP nicht mehr. Das Wissen in WHWP, Inhalte über Walter Höllerer, die erfolgreich in WHWP eingebracht wurden, war vorher verteilt in der Menge der 89 Autoren. Als Ergebnis meiner Untersuchung kann ich feststellen, dass das Wissen zu Walter Höllerer in WHWP von etwa 30 Autoren beigebracht wurde. Das ist jetzt sozusagen das Ende meiner Vorstellung der Dissertation. Hier kommen noch zwei Bilder. Der Größenvergleich von Alfredo Schuto zeigt verschiedene Monitorgrößen. Ich will darauf anspielen, wenn jemand versucht, hier auf dem kleinen Smartphone, das da irgendwo mittendrin ist, einen Wikipedia-Text zu editieren, das ist ganz schwierig, da einen Wikilink oder einen Literaturnachweis einzuführen. Da gibt's ein Problem. Es waren 6 Bots zu beobachten hier, die waren völlig unauffällig, als solche gekennzeichnet, unter die menschlichen Akteure gemischt. Durch die Beobachtung in WHWP kann festgestellt werden, dass Bots sinnvolle Tätigkeiten übernehmen und diese unglaublich schnell abarbeiten können, meistens ohne Gefahr für die anderen Mitarbeiter. Entscheidend sind die Fähigkeiten der Botmeister. In Wikipedia sind die Bot-Programmierer erreichbar und erklären die Funktionsweise ihres digitalen Hilfsarbeiters. Kein Grund zum Weltuntergang. Der Autor dieser Dissertation hat ein Herz für Bots. Die letzte Abbildung jetzt hier ist aus Wikidata. Es ist der Artikel über Walter Höllerer in Wikidata. Wikidata, die Semantic Media Wiki-Erweiterung, die für Wikipedia gewählt wurde.
Die blauen Markierungen zeigen Edits von Bots. In Wikidata machen Bots die meiste Arbeit. So geht die Geschichte weiter, indem sie auf einer anderen Stufe wieder von vorne beginnt. Der Wikidata-Artikel über Walter Höllerer ist seit 2012 im Netz. Vielen Dank. Ich mache es jetzt ganz kurz. Das ist jetzt der Schluss. Ah, hier geht's weiter. Ihr könnt die Dissertation und weitere Unterlagen als auf der Webseite Wikipedia dann gerne runterladen im nächsten Jahr. Das ist schon bald. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs aufmerksame Zuhören. Vielen herzlichen Dank, da wir aufgrund der Translatoren ein bisschen spät angefangen haben. Ein bis zwei Fragen lasse ich zu, wenn es schnelle und kurze sind. Haben wir was? Ist das Internet schon munter geworden? Haben wir Fragen aus dem Internet? Keine Fragen aus dem Internet. Jemand bei den Mikrofonen? Ja, nein, nein. Gut, dann... Was? Keine Fragen? Habe ich noch mal Zeit? Darf ich noch nein, was? Nein. Kurz, ich hätte noch... Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank, Frieder Bronner. Danke, Reichert.